Yo Leute, willkommen zu einem kleinen Mini-Roleplay, weil ich ein kleines Roleplay machen will. Aber ich muss in die Schule. Ich heiße Hemmex und bin 13 Jahre alt. Mit meinem Freund. Hi, ich würde mal sagen, wir starten jetzt. Habe ich schon längst. Ich fahre gerade schon in die Schule. Boah, hier mein Fahrrad abstellen. Oh nee, nicht Peter. Gott sei Dank etwas entfernt hier. Ganz schnell hier offen lassen, so meine Bücher rausholen. Noch aus meinem Rucksack mein Block rausholen. Ach, hallo Hemmex, ich bin's, Peter. Der coole Ether. Und ich bin zwar schon sitzen geblieben, aber du bist hässlich. Der hässlichste. Ja, lass mich nur in Ruhe. Oh, heute haben wir ja zusammen Unterricht Mathe mit den Sechstklässlern. Weil ich noch in der sechsten Klasse bin. Aber schon 16. Hi, Lehrer. Kann ich nichts dafür, dass ich cool bin, okay? Jetzt lass mich in Ruhe. Geh da rein. Nein, ey. Geh weg. Schnell, ich muss rein. Die Stunde fängt gleich an. Guten Morgen. Ah, wir sind Tamax aus der 6. Wir haben heute zusammen Mathe. Guten Morgen, Kinder. Falls die mich noch nicht kennen, ich bin, schreibe ich kurz an die Tafel. Herr Ohrenschmalz. Falsch. Ich heiße Herr Lehrer. Noch jemand irgendwelche Fragen? Nein. Gut. Dann fangen wir mit einer Runde Mathe. Was hast du? Haben Sie eine Frau? Was, warum wollen Sie sowas wissen? Ja, habe ich. Ah. Dann weiß ich nicht, warum du so hobbylos bist. Sei leise oder ich tue dich suspendieren. Suspendieren darfst du mich nicht. Erstmal muss ich 3 Verwarnungen bekommen, danach sitzen 2 und dann werde ich suspendiert. Ah, du Schlaumeier, sei leise jetzt. Also, jetzt kommt erstmal eine Aufgabe für die 6. Klasse. Was ist... Ja. Das war eine Stufe zu hoch. Das da. Genau, was bedeutet das? Ich weiß es. Okay, Hemmex, sag die Antwort. Das bedeutet 2 Grad Celsius. Falsch, das ist die Kreisformel. Was? Denn heute lernen wir die Kreisformel. Aber ist doch... Und was mache ich? Du kriegst später eine extra Aufgabe. Keine Sorge, du lernst auch ein neues Thema. Aber hier euch gebe ich mal ein Merkblatt, wo drauf steht, was die Kreisformel ist. Und das lest ihr euch mal durch, dass ich dem Leon mal seine Aufgabe geben kann. Okay, interessant. Hier noch für dich, Peter. Oh ja, toll. Werde ich doch niemals brauchen. Sei leise, Peter. Du bist schon 2 sitzen geblieben. Also, wegradieren. Was ist das? Handy in meinem Unterricht? Zum Direktor. Ab der 8. Klasse darf man das. Na gut. Also. Genau, problem, ich habe gewartet. Ich habe nur auf Moodle geschaut. Ja. Hier, bitteschön, einmal das Buch. Da auf Seite 213 ist dein Thema, wo du heute lesen kannst. Da ist auch noch ein Merksatz dazu. Das lest du dir bitte durch.
Kreisformel mal 800 Quadratwurzeln. 45 Minuten später. Lehrer, ich bin fertig. Ja. Ding, dong, ding, ding. Oh, ihr habt schon Pause. Das kann doch nicht wahr sein. Mhm. Okay, kontrollieren. Okay, ist alles richtig. Gut. Okay. Herr Lehrer, ich bin auch schon fertig. Gut. Zeig mal deine. Ja, Mann. Okay. Ja. Ja, dann darfst du auch in die Pause gehen. Yay. Warte, ich will gucken, was er zu Peter sagt. Peter, komm jetzt, gib auch mal deine Sachen ab. Ja, hier. Ja, gib mal, bitte. Danke. Also, mal sehen. Hey, guck nicht so blöd. Ja. Du hast alles falsch. Jetzt geh in die Pause. Ach, Mann. Ich geh mal Basketball spielen. Och, Manu. Egal, dann lasse ich meine Wut wieder an dem kleinen Kind aus. Nein. Ich geh in die Sporthalle. Ich versteck mich hier. Und guck dem zu. Der denkt, der kann von mir abhauen. Das wird er büßen. Hey, Kleiner, ich bin's. Ich denk so, ich seh dich nicht, oder was? Na, nein, lass mich, bitte. Hey. Hey, du Kleiner, was willst du von mir? Lass den Kleinen in Ruhe. Kannst du mich mal. Aua! Was? Warum schlägst du mich? Aua! Leon, bitte ins Direktorzimmer. Aua. Okay. Mit dem Hemmex. Das Direktorzimmer ist unten. Der Direktor kommt gleich. Hä? Aua. Ja, setz dich wieder. Danke, aua. Also. Hemmex, du hast nichts gemacht. Du kannst hier bleiben, weil du darfst hier kurz ein bisschen ausruhen, weil du geschlagen wurdest. Und wo ist er hin? Also, mit dir müsste ich jetzt ein kleines Wörtchen reden. Du hast ihn nur gerechtfertigt, weil er halt Hemmex geschlagen hat. Aber dann schlägt man nicht zurück. Er wollte sein Bein brechen. Keine Diskussion. Wir unterstützen keine Gewalt an dieser Schule. Ja, dann gib den Typen mal nachsitzen, der ihn an der... Das werde ich gleich tun. Aber erstmal, bitte mach das sowas nicht. Ich weiß, dass du dich nur gerechtfertigen wolltest, aber wir unterstützen keine verdammte Gewalt in dieser Schule. Jetzt könnt ihr gerne gehen. Ey, der ist voll fies. Ich gehe wieder an meinen Spind. Diese kleine Made.
Hallo Kleiner, ich wollte mich entschuldigen bei dir. Was? Seit wann entschuldigst du dich denn bei mir? Seit heute. Hey Kleiner. Ja? Möchte ich nach Hause fahren? Nee, ich fahre mit meinem Fahrrad. Ich kann mein Fahrrad einfach mitnehmen. Nee, passt schon. Ich will eh noch mal an meinen Spind. Ja, ich wollte mich also wirklich sehr bei dir entschuldigen, dass ich dich immer mobbe. Okay, hä? Warum nimmst du mich? Was machst du da? Guck mal, mein Spind, das sind so Bücher, die du brauchst. Guck mal. Hä, echt? Nein, natürlich nicht, ich hab die nur verarscht. Jetzt kann ich wieder mit meinem Fahrrad wegfahren. Hallo? Ich habe gar nichts gemacht. Tschüss. Hör weg hier. Mama, das hat vorhin wehgetan. Ich habe mich nur gerecht. Da, Hilfe! Da braucht man den Schlüssel von Peter, um mich zu befreien. Mal gucken, wie gut das läuft. Ich bin hier jetzt bei der Bushaltestelle und warte auf den Bus, weil ich weit entfernt wohne. Oh Mann, ey. Hey, ich mach ihm auf, ich mach ihm auf, ich mach ihm auf, ich mach ihm auf. Ist okay, 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 ist okay. Aua! Aua! Warum hasst mich nur jeder? Dann geh ich mal zu Haus 24 nach Hause. Warte mal, ich geh mal zu meinem Fahrrad, geh nach Hause. Nein! Mein Fahrrad wurde geklaut! Och man, heute kann doch nicht noch mehr schief gehen. Jetzt muss ich hier verrotten. Oh Mann, ich habe keine Lust mehr zu warten. Mir ist doch nicht kalt, aber oh Mann, wie soll ich nach Hause kommen? Wie soll ich nach Hause kommen? Nein, nicht in die falsche Richtung. Ich gehe mal hier lang. Hey. Leon. Danke, dass du mir geholfen hast. Aber mein Fahrrad wurde kaputt gemacht bzw. geklaut. Kann ich doch mit dir mitfahren? Wo wohnst du? 22. Mach auf meinen Weg. Danke. Manu, der ist halt älter wie ich und da kann ich mich nicht wehren. Ach, danke schön. Ja, bis morgen. Danke, dass du mich nach Hause gefahren hast. Hallo. Oh Mann, oh. Dann muss ich wohl gleich wieder los. Dann laufe ich halt dieses Mal hin. Oh, dann nehme ich hier meinen Wischmopp mit. Mein Wischmopp, wo ist mein Wischmopp? Den habe ich doch hier hingestellt. Ah ja, da ist er ja. Dann gehe ich wieder nach da hinten zur Tankstelle.
Ich gehe jetzt in den Food Market wieder arbeiten. Weil meine Eltern sind ja verstorben. Deswegen muss ich ja gucken, wie ich das Geld von meinem Haus zusammenkriege. Geh mal einkaufen. Ach, hier ist niemand im Supermarkt, dann warte ich mal. Ah, im Food Market ist es so, so toll, manchmal zu arbeiten an der Tankstelle. Oh Mann, oh. Aber es macht auch bald keinen Spaß mehr. Was? Blaue Doritos sind noch nicht wieder aufgefüllt, das muss ich machen. Hier so Doritos, die aus dem Lager kurz geholt. Warte, die lege ich hier hin. So. Und jetzt weiter putzen. Putzen, putzen. Sogar hier noch den Weg draußen beim Supermarkt vor allem, ne? Beim Food Market, Lebensmittelmarkt. Dann gehe ich wieder rein. Hi. Hallo. Wie geht's dir? Gut, komm doch rein. Wir haben geöffnet. Tankstelle 2 und dann noch blaue Doritos. Okay, das macht dann einmal 5 Euro. Die Doritos, aber du hast vergessen, die Tankstelle 3. Ach so, Tankstelle, ja, dann 10 Euro. Ich habe für 50 Euro getankt. 50? Achso, sagen Sie das doch gleich. Ja, dann 60 Euro. Hier nochmal kurz lernen für die Schule. Hier noch ein bisschen Trinkgeld, 200 Euro. Ich sehe, du bist arm. Oh, danke schön. Dann kann ich ja... Oh ja. Ja, dann kann ich ja heute wieder... Yay! Dann kann ich ja heute wieder was zu essen kaufen. Alexa, stopp! Dann kann ich ja heute wieder was zu essen kaufen. Yippie! Dann gehe ich mal einkaufen. Ich habe vergessen zu einkaufen. Hallo! Hier ist keiner. Ja, dann lasse ich da ein bisschen Geld da. Dann tue ich hier mal den Einkaufswagen nehmen. Ah, ich muss schon ein bisschen achten, dass ich nicht zu viel kaufe, dass ich für nächstes Mal noch ein bisschen Geld habe. Okay, Milch ist wichtig. Milch ist wichtig, das brauche ich. Kauf so viel du willst. Hä? Was? So viel du willst, Kleine. Warum? Ich hab nicht so viel Geld. Ich musste noch für morgen und übermorgen was haben. Ja. Das für heute geht auf mich. Kauf so viel du willst. Yay. Ich sehe, du bist nicht der Reiche. Ja. Willst du wissen, warum? Weil meine Eltern sind schon früh gestorben und ich bin schon seit 2 Jahren auf mich alleine gestellt. Da möchte ich mal Chips noch. Pizza. Chips noch, dann noch eine Pizza. Dann noch hier ein bisschen Energy Drink. Ein bisschen Cola. Ich weiß nicht, ob du Energy trinken darfst. Ab wie vielen Jahren ist das denn? 18. Oh. Ja, dann lege ich es wieder zurück. Meine Eltern haben mir nie beigebracht, ab wie vielen Jahren Energy ist. Oh, Eis! Eis! Ja, dann lasse ich mal ein bisschen Geld da und dann warte ich, bis er fertig ist. Ich bin fertig, dankeschön. Hier, bitteschön. Ja, dann gehe ich nach Hause. Warte mal, den Einkaufswagen kann ich doch nicht, dann nehme ich eine Tüte. Hoffentlich kostet die Tüte nicht extra. Kostet die Tüte extra? Hallo, hier ist Ihr automatischer Verkaufsroboter. Nein, die Tüte ist kostenlos. Okay, danke. Dann bleibe ich noch hier kurz. Ja.
Drei Jahre später. Und Leute, jetzt bin ich 16, hab die Schule abgebrochen, aber hab schon ein gutes Studium bei der Bank, verdien gut mein Geld, hab keine Geldprobleme mehr, hab einen guten Freund, mein Mobber ist auch nicht mehr in der Schule. Alles ist gut, weil die Story jetzt zu Ende ist. Tut mir leid, eigentlich wollte ich die noch ein bisschen länger halten, ein bisschen anders machen, aber leider habe ich keine Zeit mehr. Vielleicht kann ich mal noch so eine Schulstory machen. Aber das war's. Tschüss. Sag tschüss. Tschüss. Tschüss.